war insgesamt irgendwie ein wildes Spiel. Wir haben die ersten 20 Minuten waren die besten in unserem Turnier, finde ich, bis jetzt. Dann machen wir auch in der Phase, glaube ich, einen regulären Führungstreffer. Das ist jetzt kein Foul, so ein Block wird bei jedem Standard gesetzt und oft nicht nur einmal. Dann die Regenunterbrechung oder Gewitterunterbrechung. Dann kriegen wir das vermeintliche Gegentor. Das ist halt eine faktische Entscheidung, auch wenn es sehr knapp ist, aber es ist eine faktische Entscheidung, computerbasiert. Dann kriegen wir einen Handelfmeter für uns, der, wo ich verstehen kann, dass die Dänen sich drüber aufregen, aber die Regel ist leider so, ob man jetzt gut oder schlecht findet, da kann man drüber diskutieren. In meinen Augen ist es hart, weil es eine normale Laufbewegung ist von dem Spieler, der macht jetzt keine bewusste Armhaltung, aber die ist halt abgespreizt vom Körper, über Brusthöhe. Und die Regel ist halt faktisch einfach so, wie sie ist. Ich würde mich andersrum auch aufregen, aber auch da müsste ich mich der Regel beugen. Wie keinen Elfmeter dann macht, ist schon sehr, sehr gut. Aber klar, die so Momente sind nicht super angenehm, wenn man nicht weiß, was rauskommt. Hüben wie drüben, vorne wie hinten. Ich finde, das Stadion hat da ein super Gespür. Hat uns gepusht, extrem in der Ruhephase, wo der VAR die Situation geprüft hat. Unabhängig davon, wie es dann ausgeht. Und das finde ich immer ein gutes Gefühl, dass man weiß, da sind dann einige Tausend auf der Tribüne, die einen unterstützen. Das war heute schon sehr, sehr gut, gerade auch in diesen angespannten Phasen.